Hallo und herzlich willkommen bei Pineview Drive. Es geht wieder weiter. Wir sind noch bei Tag 3 und ich mache jetzt hier weiter. Yeah, yippie! Und gerade als ich das Spiel gestartet habe, das habe ich jetzt im Übrigen zum ersten Mal gesehen. Ja. War ein Warnzeichen da. Und zwar, dieses Spiel sollten Schwangere und Leute mit Herzproblemen nicht spielen. Also dann, Leute, Tschüssikowski. Das ist mir viel zu gruselig. Ich meine, hallo, allein die Vorwarnung. Ich glaube ja, das sind psychologische Tricks. Ich glaube, die machen da die ganze Zeit so einen Wind drum und sagen, oh mein Gott, das ist das gruseligste Spiel ever, damit man Angst hat. Und schon von vornherein denkt, nee, das spiele ich jetzt nicht. Weil ich bin nämlich mit einem Herzschrittmacher ausgestattet. Ich bin ja schon so alt, wie ihr wisst. Tag 3. Schlug. Okay. Okay, wir sind hier wieder im Bett aufgewacht, alles klar. Wir haben einen Schlüssel in der Tasche und ich würde mal sagen, auf geht's, oder? Ich finde immer noch den Spiegel hier sehr faszinierend. Das sieht ein bisschen aus wie bei Minecraft, wenn man dann diese komischen... Ich habe nicht geschrien. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe das jetzt hier irgendwie rausgeschnitten oder so, meinen Schreien. Nee, ich habe nicht geschrien. Ich bin nämlich ganz schön abgebrüht. Ich bin so verfreakt nochmal abgebrüht. Ob man die Sachen hier nach und nach alle benutzen kann? Ach ja, die Lichter sind ja hier wieder überall aus, ne? Ich muss ja wieder Lichter anmachen. Weil es gibt hier einen dichter Ausschaltpoltergeist. Oder man ist natürlich umweltbewusst. Und. Waren wir schon mal drin? Das sieht so anders aus. Ja, wir waren ja schon mal drin. Das sieht trotzdem anders aus. Es ist schon 8:30 wieder. Es ist schon wieder 8:30 abends. Versteht sich. Okay, mal Licht an. Das ist viel zu kurz, die helle Zeit. Viel zu kurz. Was doch Schiss. Die Tür ist verschlossen. Ich bleibe jetzt nirgendwo mehr stehen und guck mir nichts mehr an. So viel habe ich gelernt. Scheiß Spiegel. Was hackt? Wie das aussieht. Kann ich da durchlaufen? Nee. Warum auch? Muss ich ja auch nicht. Also ich glaube, ich mache mal ganz kurz das Licht bei mir hier aus. Ich habe meine... Oder? Nee, das ist doof. Nee, ich habe nur so eine Schreibtischlampe an und ich dachte, die blendet, aber die blendet mich gar nicht. Das ist mein zweiter Monitor. Das ist natürlich blöd, weil da läuft Outer City und Outer City ist total weiß und das blendet ein bisschen. Das ist ärgerlich. Ärgerlich. Dieses Bild. Nein, ich bleib nicht mehr stehen. Nee, das habt ihr jetzt, euch jetzt selbst zuzuschreiben. Schön verkackt. Oh, na toll, jetzt ist hier auch noch. Das Licht aus. Komm mal an. Ich hab, oh Gott, ist das dunkel. Ich habe mir jetzt die erste Folge von einem anderen Let's Player angeguckt. Sogar von mehreren anderen Let's Playern. Weil man kann Pineview Drive bzw. VES Games auch bei Facebook folgen. Und die halten dann immer ganz cool auf dem neuesten Stand, was es da so für Let's Player gibt, die das Spiel spielen. Ja, und da habe ich dann auch reingeguckt. Mann, ich will da rein. Die Tür interessiert mich am meisten. Und jedenfalls rennen die alle so durch. Ach so, das war mein Hund. Gott. Weißt du, hörst du irgendwie so... Ich bin mal still, hört ihr es? Wie so ein Schweinchen. Ja, ich habe ein Schweinchen als Hund. Ja, wollte ich nur kurz zeigen. Oh Gott, ich bin stehen geblieben. Nein, ich bin nicht stehen geblieben. Um Gottes Willen, bitte tu mir nichts. Ich bin nicht stehen geblieben. Aber hier sind voll viele Lampen und man kann die alle gar nicht anmachen. Oh Gott, ein Spiegel. So nicht gerne in den Spiegel. Aber jetzt erst recht nicht. Hä? Ändert sich da was? Oh ja, da ändert sich was.
Das Licht geht aus. Und ich verbrauche dafür meine Streichhölzer nicht. Ja. Hallo. Wir haben nämlich nur noch 7. Ich hab's verschlossen. Ich bin voll angespannt. Muss mal locker werden. Nein, es ist doch nur ein Horrorspiel. Warum bin ich denn da so verspannt? Was soll denn das? Bitte? Wie jetzt? Warum wird es weiß? Was heißt das? Wo ist die Tür hin? Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Mach das weg. Mach die Tür wieder her. What the fuck? Arschlöcher, ihr blöden, gemeinen, fiesen Dreckskerle. Okay, ja, ich habe ja lang durchgehalten. Lalala. Boah, das sah ganz schön gut aus. Das war auch gar nicht so schlecht gemacht. Okay. Okay, Chaka. War was? Weil ich mich gerade relativ schnell wieder beruhigt habe, Gott sei Dank. Also, weil manchmal gibt es so Situationen, wo ich einfach nicht, also dann, wie gesagt, bei Amnesia war das zum Beispiel manchmal, da musste ich einfach dann weg, musste ich das Spiel ausmachen und irgendwie Schmetterlingen bei der Paarung zusehen. Oder so Sachen. Okay. So. Warte mal, wo sind, ach da. Schon, die haben jetzt irgendwelche Spielchen hier mit dem Lichtschalter getrieben. Die ganze Zeit denkst du, na, der Lichtschalter ist doch da und dabei ist er da gar nicht. Oh Gott, das Klavier. Katze. Klavier. Ah, und Fenster. Fenster. Niemand. Ach, ich habe ja eine Taschenlampe. Guck mal einer an. Was ist das hier eigentlich? Was soll das darstellen? Eine Urne? Ich weiß nicht. Oh Gott, der Typ. Warum? Jetzt hör doch mal auf! Oh Gott, das Gesicht! Ah, Scheißdreck! Fuck! Alter Jungs, warum? Warum? Und jetzt guckt er wieder weg. Oh Gott! Ernsthaft! Sucht euch ein Hobby! Und hört auf, kleine Mädchen zu erschrecken. Okay. Puh, ich übersteuere auch gar nicht. Das ist aber egal. Hauptsache, ich kann meiner Angst freien Lauf lassen. Ich habe Angst? Keine Angst. Papp. So, wir haben einen Schlüssel gefunden. Hätte ich jetzt hier mal die Tür nochmal durchsuchen müssen? Okay, jetzt renne ich ausnahmsweise auch mal. Ich glaube jetzt nicht, dass das nochmal ein... Warte mal, ich glaube, die habe ich... Ja, die haben wir schon. Die haben wir schon. Ich gehe da jetzt nicht rein. Ist verschlossen. Verschlossen. So. Da waren wir schon drin. Und da waren wir auch schon drin. Ihr kennt ja meine Orientierung, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Ich muss Türen 5-mal aufmachen, um zu wissen, was dahinter ist. Was ist das mal? Was ist das eigentlich da oben links? Finde, ist das eine Grusel-Horror-Schock-Anzeige oder... Ist das unser Leben? Haben wir auf die Fresse gekriegt? Haben die Geister, machen die uns was? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß. Ach du grüne Neune. Ein neues Zimmer. Ich freue mich. Und eine Taschenlampe. Hier, ich habe eine Taschenlampe und du nicht. Sag ich jetzt einfach mal so. Okay. Hey, ist ein Musikzimmer, oder? Es ist wie bei, wie heißt denn das? Wie bei Cluedo. Hat mich da jemand angepisst? Okay. Es war der Gärtner, Dr. Oberst, nee, Herr von Bühlefeld, mit dem Kerzenständer im Musikzimmer. Jetzt ist hier schon wieder ein Klavier. Und noch so eine Büste. Wieso gibt es denn hier keine Kerze, die man anmachen kann? Das ist doch doof. Warum flackert denn das so? Einfach so, weil es das kann. Okay.
Okay. Eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Wir haben zwei Schlüssel. Zwei. Ach, guck mal, wir hätten auch da runtergehen können. In mein Lieblingszimmer mit meiner Lieblingstür. Och nee. Nee, nee. Oder? Ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir ja irgendwelche Skripte auslösen, sozusagen, bevor Schlüssel erscheinen. Hallo? Hallo, junger Mann. Sind Sie ein Gespenst? Nein. Gut. Wie bitte? Ich nehme gerade mal 11 Minuten auf oder 10. Wie bitte? Nachladen. Wie kann das möglich sein? Ist das Licht hier schon wieder aus? Guck mal an. So, nee. Ich sollte vielleicht nicht mit der Taschenlampe hier immer so, ne? Servus. Ich weiß, ich war hier schon x-tausendmal drin, aber ich habe das Gefühl, wir müssen hier des Öfteren hin und her. Und hin. Ach, das ist unser Schlafzimmer, ne? Ja, nee, da kommt man auch früh genug wieder rein. Okay, eine Palme. Das ist das Blumenzimmer. Ich mag Blumen. Ich mag Blumen. Denn Tiere tun mir leid. Ach nee, ich esse Blumen. Nein, da ist eine Treppe. Oh Gott, nein. Ich hasse Treppen. Ich hasse Treppen. Weil das bedeutet, dass man nach oben geht. Und oben ist nie gut. Oben ist schlecht. Kerzenständer muss an. Oh Gott. Ich will aber auch nicht stehen bleiben und ich will auch nicht zögern. Aber wenn ich zögere... Oh Gott. Mach der Schnuppe an. Ich weiß, da oben ist hell. Ist mir bewusst. Ach, hier ist die Empore. Licht? Licht! Ah. Und hier sind diese Gesichter. Man kann runtergucken. Die Krankenschwester. Die hat also eine Krankenschwester gearbeitet. Gelebt, gewohnt. Was ist das? Was ist das? Ein Zettel. Haben wir den Tag überstanden? Haben wir den Tag überstanden? Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden. Okay. Tag 3 überlebt. Tag 3 überlebt. Und es folgt Tag 4. Auf die 3 kommt die 4. Spiegel. Nein. Pause. Yeah. Oh Gott. Okay, wir haben 3. Wir haben es geschafft. Es liegen also, glaube ich, nur noch... 7 und... Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 30 Tage hat das Ding, oder? Dann sind es noch 27. Oh Gott. Die wir jetzt überstehen müssen. Ja. Schauen wir mal. Ich werde es auf jeden Fall zu Ende spielen. Es sei denn, ich bin vorher an einem Herzinfarkt gestorben. Dann seht es mir bitte nach, dass keine Folgen Pineview Drive mehr kommen werden. Aber dann kommen auch keine anderen Folgen mehr. Also da bin ich ja leider nicht so parteiisch. Ansonsten gefällt mir das Spiel nach wie vor sehr gut. Ich freue mich. Das Ruckeln hat auch aufgehört. Und ja, ihr merkt, ich versuche ein bisschen Zeit zu schinden, damit ich da eine Folge draus machen kann. Weil dann ist Tag 4 nämlich die nächste Folge. Und so weiter und so fort. Nicht wahr? Gut. Schreibt mir doch nochmal in die Kommentare rein. Das wäre wirklich cool. Schreibt mir bitte in die Kommentare rein, wie ihr das Spiel findet. Weil ich weiß auch nicht, ob ich da ein bisschen voreingenommen bin von dem Spiel. Oder ob meine Erwartungen zu hoch sind an das Spiel oder zu niedrig. Ich kann es nicht einschätzen. Auf jeden Fall gefällt es mir sehr gut. Ich mag die Atmosphäre. Ja, ich mag so die Atmosphäre von dem Spiel. Finde ich voll dufte, du. Ja, lass uns da mal so drüber reden. Und ich höre jetzt auf, irgendwelchen Schwachsinn zu reden, nur um meine 15 Minuten voll zu bekommen. Weil da hat ja keiner was davon. Deswegen ist es jetzt einfach eine kurze Folge. So, Ende, pow. Danke fürs Zusehen. Mein Hund rastet auch schon wieder aus. Wie immer bei diesem Spiel. Das ist, anscheinend überträgt sich das auf Tiere. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Oh Gott. Ich hoffe, ich überlebe es. Und ansonsten, bleibt mir gewogen und haut rein, meine Lieben. Ciao.